Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinen letzten Runden X-Defiant, X-Defiant, wie auch immer ihr es nennen wollt. Wir hatten einen Riesenspaß. Ich war jetzt die letzten 3-4 Tage schon nicht mehr online. Ich habe irgendwie dann genug gehabt. Es hat ultra Spaß gehabt. Ich freue mich mega auf die Vollversion. Die Beta endet jetzt morgen, also für euch heute Morgen, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, am Mittwoch um 8 Uhr morgens, meine ich, soll die Beta ändern. Alle Maus und Tastatur, wenn ihr das mal hier seht in der Lobby. Vielleicht finden wir ja mal ein paar Low-Pop-Lobbys, würde mich freuen. Ich habe super oft gegen Schwitzer gespielt. Liegt nicht daran, dass Skill-Based Matchmaking drin ist. Es wird kein Skill-Based Matchmaking drin sein, weil sie werben damit. Also wenn da wirklich Skill-Based Matchmaking drin sein sollte, das wäre der absolute Oberskandal. Das machen sie, denke ich, nicht. Vielleicht machen wir mal zur Vollversion trotzdem mal ein SBMM-Experiment-Video. Ich würde jetzt aber gerne mal eine richtige Bot-Lobby finden, mal so richtige Idioten-Lobby, weil bisher habe ich fast nur gegen Schwitzer gespielt. Liegt sicherlich daran, weil es eine Close-Beta ist. Ich muss heute auch von der Facecam immer so ein bisschen hier bleiben, weil wenn ich hier ausweiche, seht ihr meinen vollgemüllten, vollgestellten Flur. Ich bin ein bisschen am Aussortieren, habe ein paar Klamotten, die ich einfach nie trage. Ihr kennt das, babbel nicht so rum. Ihr kennt das sicherlich auch, man hat so einen Pool an Klamotten, den man immer anzieht. Und Dinge, die im Kleiderschrank sind und seit ungefähr 3 Jahren nicht mehr angerührt worden sind. Und wenn man dann dabei ist, das auszusortieren, denkt man sich, oh nee, ich trage ich bestimmt nochmal. Und dann liegt es wieder 3 Monate, beziehungsweise 3 Jahre im Kleiderschrank. Deshalb habe ich mal, oh Gott, das Aim. Nein. Habe ich mal klar Schiff gemacht und echt einiges aussortiert. Und auch so ein bisschen Elektronik. Ich habe so viel Scheiß rumliegen, irgendwelche Controller. Das muss alles weg. Und zudem bin ich ein absolut unordentlicher Bastard, weshalb mein Flur nicht vorzeigbar ist. Seid ihr noch im X-Defiant-Grind? Oder habt ihr schon die Motivation verloren? Ich werde, denke mal, jetzt gleich noch... Oh, es macht echt wieder so Spaß gerade. Nein, Sniper. Ich werde gleich, denke ich mal, noch ein John Rage-Video aufnehmen, bevor die Beta jetzt hier offline genommen wird. Ich will dann nämlich nochmal so ein kleines Fazit zu ziehen. Also da solltet ihr euch drauf freuen. Oh Baby, ich habe auch ganz geiles Aim gerade, weil ich neue Settings spiele. Ich kann mich nämlich super schnell bewegen, aber wenn ich im Aim bin, ist es sehr, sehr langsam. Ihr wisst ja, das Auto-Aim, beziehungsweise der Aim-Assist-Controller ist super strange und sehr inconsistent. Und über Range ist es eigentlich unmöglich, Gegner zu treffen. Weshalb jetzt die neue Taktik ist, das hat mir Felix die Settings gegeben, dass man quasi schon unbedingt drauf sein muss. Und wenn man auf den Gegner drauf ist, dann visiert man erst rein und dann ist die Sensi super langsam. Also man ist sehr schnell. Wenn man dann drauf ist, visiert man rein, ist super langsam und kann dadurch einfacher treffen. Es ist erstmal ein bisschen verwirrend und gewöhnungsbedürftig, aber ich habe gerade echt ganz gute... Ihr merkt, wie schnell es hier lockt, ne? Also wenn ich hier laufe, wie es dann lockt und wie langsam es ist. Aber das ist eigentlich ganz geil. Geil, Baby, let's go. Ich habe den Ranked-Modus auch verpasst. Ich ärgere mich. Ich weiß auch nicht, wieso ich es verpasst habe. Aber ich habe es verpasst. Ich glaube, das Ding war, ich wollte mit den Jungs zocken. Ich wollte was aufnehmen. Und dann wurde mir gesagt, dass man nur Solo-Rank spielen konnte. Ihr fragt euch, was geht sonst so beim Onkel ab? Was macht er? Was spielt er? Ich bin halt echt immer noch, es ist wirklich schlimm, in der absoluten FIFA-Sucht. Ich spiele super viel FIFA dieses Jahr. Ich weiß auch nicht, was mich geritten hat. Ich komme ja eigentlich von FIFA. Ich habe ja damals einen FIFA-Kanal gehabt, wo ich so Skill-Compilations und Skill-Tutorials hochgeladen habe. Das war meine große Leidenschaft. Ich war zum Beginn der FIFA-Szene in Deutschland. Für die Leute, die da sich ein bisschen auskennen, FIFA Goods United, Pro Owns, wie sie alle heißen, mit denen... Auch eine viel FIFA René und Stefan, mit denen habe ich quasi gemeinsam angefangen. Da haben sie auch noch nur so Skill-Compilation-Montagen hochgeladen. Und irgendwann sind die Leute umgesprungen und haben angefangen, wirkliche Commentaries zu machen und zu reden. Vorher hat man immer nur mit Musik die besten Clips so gezeigt. Und ab dem Moment, wo dann alle angefangen haben zu reden und größer wurden auf YouTube und die FIFA-Szene sich gebildet hat, habe ich dann keinen Bock mehr auf FIFA gehabt und bin zu COD gegangen und habe dann so Commander Krieger, Elotrix, Solution, Tesco, wie sie alle hießen, auf YouTube verfolgt und kam dann zu COD und habe dann angefangen, COD-Videos zu machen. Und jetzt habe ich
ja, die letzten 7 Jahre mir immer mal wieder FIFA geholt und immer mal wieder zum Release, bevor Kai Turner, bevor das neue COD kam, mit den Jungs ein bisschen reingegangen, 100 Euro aufgeladen, völlig unnötig, absolutes Drecksgame. Aber es hat Spaß gemacht. Dieses Jahr, 3 Monate nach Release, spiele ich regelmäßig, nicht nur regelmäßig, viel zu viel FIFA auf meinem geilen Fernseher. Das macht mir mega Spaß. Es ist eine absolute Hassliebe. Ich rage so rum, ich habe schon 2 Controller kaputt gemacht. Und keiner sieht's auf YouTube. Ich schwöre, ihr werdet euch sagen, ja, John ist dumm. Und sicherlich ist es dumm und es verschenkt das Potenzial. Und ne, besser wäre es, wenn ich dann bei COD bleibe und Videos mache. Und, ne, aber ey, ich feier's gerade mal wieder, ein Spiel zu zocken auf Oldschool-Basis. Nur für mich, nicht für irgendwelche Videos. Das ist für mich mal was Neues wieder. Und ich hab grad das und ich mag das. Zum Team of the Season oder sowas werde ich schon nochmal ein Video machen, aber das ist aktuell meine Situation. Viele fragen mich dann auch, John, ey, wir haben diese Real-Life-Stories, die Club-Stories, die Tinder-Stories, wir haben das so gefeiert. Wann kommen denn mal wieder die Stories? Und ich hab noch echt ein paar gottlose Stories auf Lager. Das Problem ist, sie sind wirklich gottlos und ich weiß nicht, in welcher Form ich sie auf YouTube erzählen kann. Ich habe auch eine Story, die ich euch mal erzählt habe, die ihr ultra gefeiert habt. Wirklich, das war so ein Video, das 30.000 Klicks und irgendwie 3.500 Likes, was eine mega gute Quote ist und alle Kommentare waren positiv. Aber im Nachhinein habe ich mich ein bisschen geschämt, weil ich dachte, Alter, was ich da erzählt habe, ist so bodenlos. Wenn das irgendjemand mitbekommt, wo ich nicht will, dass das mitbekommt und wenn das 30.000 Menschen sehen, dann kann es ruhig sein, dass es eine Person sieht, wo ich mich nicht so wohl fühle, wenn sie es sieht. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich mich mit einer längere Zeit getroffen hatte, auch nicht exklusiv. Ich glaube, die kam aus Finnland, Schweden, ich weiß nicht mehr. Ich habe es absolut vergessen. Und sie war halt hier für irgendwie ihr Studium oder sowas, für so ein halbes Jahr und konnte ganz bisschen Deutsch. Und ich weiß nicht, wie sie meinen Kanal gefunden hat, aber sie hat dann ja eine Real-Life-Story gefunden, wo ich über ein anderes Girl geredet habe. Und das hat sie gesehen und hat dann absolut Hass auf mich geschoben, weil sie dachte, ich würde nur sie treffen. Bro, ich schwöre deshalb, ne, und das ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber deshalb, ich kann gewisse Dinge nicht erzählen. Und das kann ich euch erzählen. Ich bin ja sehr privat, aber das habe ich noch nicht mit euch geteilt. Onkel John hat seit 2 Monaten knapp eine Freundin. Ich habe tatsächlich eine Freundin. Ein Girl, welches ich seit letztem Sommer date, hat es mir angetan. Und jetzt sind wir seit 2 Monaten tatsächlich zusammen. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit ihr und es ist sehr, sehr schön und ich freue mich, aber das ist für mich ganz privat. Ich werde darüber nichts erzählen, ich werde sie nicht zeigen. Für mich ist das oberste Priorität, das privat zu halten. Ne, vielleicht irgendwann mal, aber eigentlich nicht. Eigentlich bin ich ein Fan davon, das privat zu haben, weil das ist so persönlich für mich. Und mal irgend so eine Tinder-Story, ne, zu erzählen, das ist nothing special, das juckt mich nicht. Aber da geht es mir wirklich an meine Persönlichkeit, an mein Herz. Und das ist mir einfach nicht wohl, das mit so vielen tausenden Leuten zu teilen, weil ne, 99% davon sind korrekt und feiern es und finden es cool. Aber irgendein Bastard macht sich daraus was, sucht sie dann auf Instagram, keine Ahnung. Das ist es mir nicht wert. Deshalb, ja, kann ich euch keine, und deshalb konnte ich euch jetzt auch die letzten Monate keine Storys erzählen, weil auch in dem Prozess, ne, wo es dann ein bisschen exklusiver wurde, habe ich auch noch vorher noch mich mit anderen getroffen oder auch ein paar Storys passiert in Clubs oder sowas. Aber ich konnte sie halt dann nicht mehr so wirklich erzählen, weil es irgendwie unangenehm war. Und jetzt ist es ja sowieso das Thema durch, ne? Onkel John ist in der Beziehung und Onkel John ist treu. Das ist zu 100% meine Aufgabe in der Beziehung. Ich war das letzte Mal eine Beziehung vor 6 Jahren und die Beziehung hielt 1 Monat gefühlt wahrscheinlich. Ich habe ihr meine Treue versprochen und deshalb gibt es von Onkel John keine wilden Dating-Stories mehr oder irgendwelche Club-Stories. Sicherlich mal gibt es Club-Stories, die ne, auf einer anderen Ebene lustig sind, aber auf diesem Mädels-Ding, das ist jetzt leider vorbei. Na, das heißt leider. Ich freue mich ja, dass es vorbei ist. Aber das dazu. Ein privater Einblick von mir. Und ja,
Kommt direkt ins Schwitzen, der ist komplett schweißgebadet, Digga, darüber zu reden, gerade das erste Mal. Ist komplett was Neues für mich. Ich habe auch mit ihrem Bruder Carsten damals geredet, wo das so angefangen hat, dass ich sie ein bisschen mehr mochte. Da habe ich Carsten ein bisschen davon erzählt, ne, dass ich mich mit ihr regelmäßig treffe und so weiter und so fort. Und Carsten, auch so ein Süßer, hat mir dann Glück gewünscht und gemeint, ja, das hört sich doch voll nice an und er wünscht mir das Beste. Und jetzt ist er nominiert bei Seven in the Wilds mit Montana Black. Alter, das ist so krass, diese Ankündigung. Es war so episch. Es war so respektvoll auch dem, was Monte und Carsten geschaffen haben. Es war so gut gemacht und mit so viel Ehre den beiden gegenüber. Es wäre so geil, wenn sie dran teilnehmen. Monte ist sich ja gerade noch unsicher und viele, ich sehe auch Kommentare, alle sind sauer, haten schon und so und rechnen schon mit der Absage. Und ich sag mal so, wie es ist. Es kann schon sein, dass er absagt, aber er würde alle absolut umhauen, wenn er doch mitmacht. Ich würde es übelst fühlen, die beiden 14 Tage in Alaska, what the fuck, dazu noch Knossi dabei und ich glaube, Knossi ist ein wichtiger, ja, ein wichtiges Bindeglied in diesem Seven Oceans Wild Ding, denn wenn Knossi mitmacht, dann könnte ich mir vorstellen, dass er Monte noch mehr pusht und ihn davon überzeugt. Obwohl Monte natürlich sein eigenes Ding macht, weiß er auch, der Druck ist jetzt relativ hoch. Außerdem glaube ich aber auch, dass Knossi einen Einfluss auf Joko und Klaas hätte, die ja gar keine Beziehung zu diesem Online-Ding haben, dass er die nochmal pusht und denen zeigt und erklärt, was für eine Bedeutung dieses Format hat und wie krass das wäre, wenn die mitmachen würden. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Es wäre absolut episch, wenn Knossi, Monte und Joko und Klaas dabei wären. Ich freue mich, das dann im Winter wieder reinzusuchen. Auch wenn jetzt erstmal der Sommer kommt. Und das ist eh allerbeste, oh, beste Leben. Ich merke, wie die Laune nach oben geht, wenn ich rausgucke und die Sonne scheint. Und ich wach auf und es ist blauer Himmel und ich gehe raus. Und die Straßen sind voll, alle Leute sind draußen am Wochenende. Gönnen sich irgendwelche Abholspritz in einer Bar und sind im Park, spielen Fußball, Tischtennis, Eis essen. Es ist einfach geil. Ich liebe den Sommer. Ich freue mich sehr auf den Sommer in Berlin. Berlin hat wirklich zwei Gesichter. Ein völlig deprimierendes, runterziehendes. Alle gucken auf den Boden, alle sind schlecht gelaunt. Winter und aber einen strahlenden Sommer mit allen Leuten auf den Straßen. Und jetzt ist bald 1. Mai. 1. Mai ist auch immer mega gut. Wenn das Wetter gut ist, wird das so lustig. Vielleicht lasse ich mich ja mal drauf ein und mache mal wieder einen Vlog, so einen kleinen Sauvlog, auch wenn die immer so ein bisschen zwiegespalten und ein bisschen unangenehm sind. Habt ihr ja meinen letzten, war das 1. Mai? Nee, es war Karneval, glaube ich, ne? Karneval, irgendwas war es auf jeden Fall, wo ich gevloggt hatte. CSD war das. Und das war so lustig, ne? Ich habe dann auch richtig Spaß gehabt, den Vlog zu schneiden, weil es natürlich mal was anderes ist als so Gaming-Videos und es natürlich noch persönlicher ist, wenn ich so meine Freunde auch filme und irgendwelche lustigen Jokes da reinbaue. Naja, mal gucken. Fußball war auch wild die letzten Wochen. Bayern verliert in Mainz 3:1. Dortmund, Alter, was da abging. Dortmund. Wir töten uns gleichzeitig. Dortmund ist wieder auf der 1. Ich hoffe, dass sie Deutscher Meister werden. Es wäre so erfrischend. Ich habe ein bisschen Bedenken, dass Dortmund durchhält. Es wäre aber einfach nur geil. Ich finde es auch gut, dass die Verantwortlichen da jetzt auch mal eine Ansage gemacht haben, gesagt haben, das Ziel ist Deutscher Meister. Nicht immer dieses Underdog, dieses, so dieses Understatement, sondern mal wirklich Eier auf den Tisch. Wir werden Deutscher Meister. Das ist unser Ziel. Und jetzt ist es wirklich reell. So, Bayern hat gechoked. Bayern ist hibbelig. Und Dortmund hat zu Hause Frankfurt abgeschossen. Ich würde es mir wünschen für die Bundesliga, dass es bis zum Ende spannend ist. Abstiegskampf, ich als Berliner, als Hertha-Fan, ne? Ich will jetzt nicht der Hertha-Ultra, früher war ich über Hertha. Ich sympathisiere auch mit Union. Ich bin da nicht dieser klassische, ich bin Hertha-Fan und hasse Union. Ich finde beide cool, ich bin für beide. Ich würde im direkten Duell immer auch für Hertha sein. Außer es geht für Union um wirklich mehr, wie auch zum Beispiel mal kurze Zeit die Deutsche Meisterschaft, dann würde ich sogar auch für Union sein. Aber jetzt muss Hertha vom 18. Platz raus. Das wird interessant. Und am Mittwoch kommt der englische Kracher. Manchester City gegen Arsenal. Ich bin so traurig, dass Arsenal so viele Punkte in den letzten Spieltage liegen lässt. Es wäre wieder so typisch, dass sie es zum Ende hin
verbocken und am Ende wird wieder Manchester City Meister. Das würde ich überhaupt nicht fühlen. Deshalb drücke ich absolut die Daumen, dass Arsenal das irgendwie packt, obwohl ich... Was war das denn? Obwohl ich das eigentlich kaum glauben kann, dass Arsenal in Manchester das Ding gewinnt. Vor allem nach diesen schwachen Ergebnissen zuletzt. Champions League wird auch wieder heiß. Real Madrid werden sie City schlagen. Fußball wirklich, ey, ich weiß auch nicht. Fußball war eine Zeit lang lange nicht mehr interessant für mich. Aber die letzten 2-3 Jahre, jetzt auch wo ich alleine... Oh, ich hasse diesen Spezialisten. Was für eine Scheiße, wie er wieder auf 200 Leben ist, Mann. Jetzt eine eigene Wohnung mit eigenem Fernseher und den ganzen Bezahlabos zu Sky, The Zone. Das ist ja auch eine Freche, ne? Ich habe ein Sky-Abo, ich habe ein The Zone-Abo, ich habe ein RTL-Plus-Abo, Amazon Prime und ich brauche die alle, um auch die Spiele wirklich alle zu sehen. Das ist eine Frechheit. Ich bin im Fußball und immer noch FIFA-Fieber. Habe sogar auch mal mit dem Gedanken ganz kurz gespielt, vielleicht sogar nächstes FIFA, mal so einen Versuch zu starten und einfach mal auf dem Onkel John-Kanal, ich habe ja noch einen dritten Onkel John-Kanal damals erstellt gehabt, auf dem einfach mal so 2 Wochen lang FIFA durchzuziehen, zu gucken, wie es ankommt und zu gucken, ob ich das dann vielleicht noch ein bisschen weiter durchziehe, ob es mir Spaß macht, ob es mir liegt oder nicht. Mal gucken. Ist so ein Gedanke, den ich gespielt habe, wenn mich bis dahin FIFA noch reizt, beziehungsweise wenn ich mir das nächste FIFA dann auch hole. Nächstes Jahr ist ja auch eine EM einfach im eigenen Land. Oh mein Gott, Bruder, da bin ich so heiß drauf. Im eigenen Land. Ich habe mir letztens auch wieder Highlights angeguckt von der 2006 Heim-WM, dem Sommermärchen. Es war so schön. Wenn du dir diese deutsche Mannschaft anschaust, Poldi, Schweinsteiger, Ballack, oh mein Gott, einfach nur Liebe. Odonkor, Klose, es ist so geil. Jens Lehmann, bevor Psychopath wurde und mit Motorsäge Nachbarshütte abreißt. Auch dieses Finale im Olympiastadion in Berlin in dieser Sommernacht. Italien gegen Frankreich, das letzte Spiel von Zidane, der Kopfstoß, der goldene WM-Ball. Pirlo, Gattuso, wie sie alle hießen. Die ganzen großen Ikonen aus England, sag ich schon, Italien und Frankreich. Wow. Und ich war zu dem Zeitpunkt 9 Jahre alt. Oder 10. Es ist krank, wie schnell die Zeit vergeht. Denn Onkel John ist jetzt 25 und wird in 3 Monaten 26 Jahre. Dann bin ich näher an der 30 als an der 20. Bin ich ja jetzt schon quasi vom Datum her. Aber Bruder, muss los. Gar keinen Bock drauf. Sag ich euch ganz ehrlich. Älter werden war mal cool. Endlich 18. Endlich 20, aber ab 20, ab 21 dachte ich mir nur so, jetzt können wir Pause drücken. Meine Eltern sollen dieses Alter behalten. Ich will dieses Alter behalten, meine Freunde. Aber das geht so nicht. Das Leben verändert sich. Freunde gehen, Freunde, neue Freunde kommen. Oh, Baby, es kracht ja komplett. Nein, Baby. Alter, geil, ich freue mich, dass ich hier nochmal diese Runde hier mitgenommen habe, XFL. Ich war schon wieder so ein faul Peter-Mult, da ich dachte, ah, scheiß drauf, mach ich lieber morgen. Und hätte ich es morgen erst machen wollen, dann wäre es zu spät gewesen, denn morgen um 8 Uhr am Mittwoch, 8 Uhr morgens, endet diese wunderschöne Beta von einem Spiel, was wir alle nicht wirklich erwartet hatten, nicht wirklich viel Hoffnung hatten. Und jetzt ist es da und es hat abgeliefert, die Leute sind überzeugt und wir hoffen alle ganz doll aus der Call of Duty-Szene, dass sie weiter durchziehen, weiter auf die Community hören und dass sie dafür sorgen, dass wir Ende des Jahres ein absolutes Brecher-First-Person-Shooter-Game bekommen mit einer Langzeit-Motivation, einem Langzeit-Suchtfaktor und einem Spiel einfach, was Call of Duty richtig Konkurrenz bietet. Ich nutze übrigens gar nicht meine Spezifähigkeit hier, fällt mir auf. Jetzt habe ich wieder 200 Leben. Ist komplett okay. Es ist komplett broken. Es ist komplett broken. Wieder 200 Leben, wenn ihr es seht. Ja, moin. Scheiße, keine Muni. Keine Muni, keine Muni. AK, Baby. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es macht ja viel zu viel Spaß. Gleich auch wieder 19 Uhr. Neuer Content in FIFA. Let's go, Baby. Juhu. 200, 374. Lass uns mal das Spiel noch gewinnen hier. Wichtig und richtig. Rein in die Stellung. John, der Objective-Spieler.
Oh shit, Alter. Er zündet sie alle an. Oh no, oh no. Ach krass, ich krieg auch das Leben von dem einen Spezialist. Das ist ja so OP in der Stellung. Ja, moin. Das ist echt ein bisschen broken. Das müssen sie nochmal überarbeiten. Es muss schon auch echt noch einiges überarbeitet werden. Aber die Base ist absolut göttlich. Kann man nicht anders sagen. Noch 4 Sekunden. 3, 2, 1. Wuhu! Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir einen fetten Daumen nach oben und ein Abo da. Das war meine letzte Runde X-Defiant, X-Defiant. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst mir gerne Feedback zu diesem Commentary und auch zum Spiel nochmal in die Kommentare da. Spieler des Matches nochmal geworden. Let's go. Ich bin raus. Wünsche euch einen wunderschönen, prächtigen Tag. Macht's gut. Haut rein. Ciao. Ciao.